tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Metagross vor. Metagross ist die Weiterentwicklung von Tanhill und Metang und hat wie dieser einen Stahl-Psychotyp, was ihm eine Schwäche gegen Boden, Feuer, Unlicht und Geist, eine Resistenz gegen Normal, Pflanze, Eis, Flug, Gestein, Drache, Stahl und Fee, eine Doppelresistenz gegen Psycho sowie eine Immunität gegen Giftattacken gibt. Metagross-Basiswerte sind mit 600 Punkten insgesamt sehr hoch. Dazu kommt, dass es in seiner Mega-Entwicklung nochmals 100 Punkte dazu bekommt und ganze 700 Basispunkte erreicht. Unter diesen stechen besonders der Angriffs- und Verteidigungswerte vor, wobei keiner der übrigen Werte hier hinterherhinkt. Im Mega wird Metagross Fähigkeit zu Krallenwucht, welche Kontaktattacken um 33% verstärkt. Bei den Attacken nimmt man Sternhieb, Zen-Kopfstoß, Erdbeben und Patronenhieb. Sternhieb ist Metagross Signature Move und hat eine 20%ige Chance, den Angriff zu erhöhen. Zen-Kopfstoß ist eine zweite Step-Attacke, die eine 20%ige Chance hat, den Gegner zurückschrecken zu lassen. Erdbeben profitiert zwar nicht von Krallenwucht, bietet aber Coverage gegen Stahl-Pokémon. Alternativ kann man hier auch Feuerschlag spielen. Patronenhieb ist zum Schluss noch eine Prio-Attacke. Hier kann man alternativ auch Eishieb spielen, wenn man mehr Coverage will. Feuerschlag und Eishieb werden durch Krallenwucht beide auf 100 Base-Power verstärkt. Metagross-Spielweise ist wie bei den meisten Sweepern recht simpel. Man wirft ihn rein und fängt an drauf zu kloppen und holt ihn wieder raus, wenn was vor ihm steht, was er nicht so einfach kaputt kriegt. Wobei das bei Metagross recht selten vorkommt, da seine Attacken generell recht stark sind und er gegnerische Attacken wegen seiner guten Defensivwerten auch gut wegstärken kann. Dennoch solltet ihr ein paar Pokémon dabei haben, welche effektive Attacken gegen Metagross gut abfangen können. Nachtara kann zum Beispiel gut Unlicht- und Geistattacken abfangen, während es für Feuer- und Bodenattacken Pokémon mit Schwebe- und Feuerfänger gibt. Insgesamt ist Metagross ein extrem starkes Pokémon, welches euer Gegner nur schwer wieder vom Feld kriegt. Das war's von meinem Metagross und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.